Hey Leute, in den letzten Jahren hat es in Clash of Clans immer wieder Truppen gegeben, die danach für immer aus dem Spiel entfernt worden sind. Man hat sie nur für eine gewisse Zeit spielen können und ich dachte bisher, dass die meisten dieser Thumbnails Clickbait sind, was sie aber nicht waren. Ich war relativ lang inaktiv in Clash of Clans und deswegen schauen wir uns heute mal alle Truppen an, ja, die aus dem Spiel entfernt wurden und die es für eine kurze Zeit limitiert gegeben hat. Viel Spaß mit der ganz besonderen Folge. Creator Code? Jo Jonas. Und wir legen los mit Weihnachten 2016. Damals hat Clash of Clans richtig rausgehauen und gleich drei Geschenke rausgebracht. Hier sehen wir das erste Geschenk. Das war Santa's Surprise, also kann man sagen, Weihnachtsmann-Überraschung. Ist ein Spell gewesen. Wir werden es alle gleich nochmal mit Gameplay anschauen. Ich weiß, damals war Clash of Clans auch richtig krass in den Trends vertreten. Dann haben wir Freeze Trap, also die Frostfalle als zweites Geschenk. Und als drittes haben wir dann den Eismagier gehabt. Zu dem können wir gleich mehr sagen. Den Eismagier kennen wir übrigens auch aus Clash Royale. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an, wie das Ganze aussieht. Und zwar beginnen wir mit Santa's Surprise. Dieser Zauber kam ursprünglich schon 2012 raus zum Weihnachts-Update. Wusste ich gar nicht, finde ich eigentlich so spannend. Und wir sehen, wie das Ganze aussah. WTF. Was ist das? Es ist einfach so, er lässt so roten Rauch auf der Kanone liegen praktisch und dann fliegt er da drüber und lässt Geschenke droppen. Wie geil ist das bitte? Im Grunde genommen ist es wie ein Blitzzauber nur stärker gewesen. Wir sehen es hier aber gleich genauer und zwar im Battle hier gleich gegen vier Kanonen. Genau da sehen wir es und wir sehen, die Geschenke sind sehr random gedroppt worden, aber haben unfassbar viel Schaden angerichtet. Ich meine, wie geil ist der Spell eigentlich? Dieser rote Rauch, dann kommen da diese ganzen Geschenke von oben und machen sau viel Schaden. Man konnte aber dafür, wie gesagt, schlecht zielen. Trotzdem geiler Spell schon mal, finde ich. Als zweites haben wir dann die Frostfalle. Ich weiß auch damals, wie gesagt, die Trends waren komplett voll. Ich wusste auch gar nicht, dass es wirklich Spells waren, die jeder kriegen konnte. So, wir sehen hier, wie das Ganze aussieht. Es ist wirklich eine defensive Truppe gewesen. Ne? Also es ist keine Truppe, mit der wir angreifen, sondern sagen wir wie eine Bombe halt, die wir defensiv platzieren, die nicht sichtbar ist und erst sichtbar wird, wenn man drüber läuft. Können wir uns gerade mal anschauen, wie es aussah. So, da sehen wir, ne, wir platzieren das Ding, die Riesen laufen rein und zack, kommt ein Frostzauber drauf. Es ist wie ein Frostzauber, der aus dem Boden rauskommt. Und das Geile ist, er kann sowohl Luft als auch Boden angreifen. Ja, finde ich mega genial eigentlich. An Tag 3 haben wir dann den Eismagier bekommen. Den kennen wir inzwischen auch aus Clash Royale. Ich weiß gar nicht, ob er zuerst in Clash of Clans oder in Clash Royale sogar rausgekommen ist. Gibt es leider nicht mehr, finde ich. Wird eigentlich eine sehr gute Truppe auch sein, die reinpassen würde. Wir schauen uns mal an, wie das Ganze funktioniert hat. Ne? Also im Spiel sehen wir, sieht das Ganze halt wirklich schon mal ziemlich genial aus eigentlich. So, ne, die laufen hier rein. Die sehen, die passen auch. Die haben ja auch schon das Design aus Clash Royale. Und hier sehen wir, wie das Ganze im Angriff funktioniert hat. Wir haben vorne die Packers und dann kommen die Eismagier. Und die sehen im Grunde genommen wie Magier, nur dass sie eben Türme einfach fokussen. Absolut geil, sie laufen straight auf die Verteidigung und machen dort eben Schaden, aber gut, ich meine, ich glaube, jetzt Tanks sind sie nicht so gut geeignet, sehen wir. Und tatsächlich sind sie seit 2016 jedes Jahr zurückgekommen, außer 2018, also wirklich jedes Jahr gab es sie zu Weihnachten und sie können einfach Gebäude slowen. Oder allgemein, alles was sie treffen, slowen sie halt, wir kennen es auch aus Clash Royale. Also sie sind praktisch wie Magier, nur dass sie Gebäude fokussen und alles slowen. Hört sich schon ziemlich OP an, ist geil, dass sie, ich hoffe, die kommen auch zu diesem Weihnachten, dann kann ich auch mal zocken. Im August 2017 kam die nächste Truppe raus, die wir auch aus Clash Royale kennen. Ich glaube, das hat die damals gerne gemacht scheinbar, und zwar der Grambock. Ich glaube, der ist im selben Jahr auch in Clash Royale rausgekommen tatsächlich. Wir sehen hier, wie die Truppe funktioniert hat. Es sind einfach ganz viele Ramböcke, die halt losrennen und sobald sie halt gegen Wände stoßen, kommen Barbaren raus. Eigentlich eine ziemlich geile Idee. Und sie haben auch Mauern, glaube ich, zuerst gefokust und haben da vierfachen Damage nochmal gedealt. ETF, schaut euch das an. Und wir sehen hier nochmal genau, sie kamen zum fünfjährigen Jubiläum raus, 2017. Und wir machen direkt weiter im Jahr 2017 zu Halloween. Also, wann war denn Halloween? Wann ist denn Halloween? Oktober, glaube ich. Wie auch immer, wir sehen, wir haben dort auch eine richtig geile Animation von Clash Royale bekommen, Clash of Clans bekommen und sehen das Giant Skeleton wieder aus Clash Royale. Haben die nur Clash Royale-Truppen eingefügt, gefühlt? Wir sehen erstmal das Giant Skeleton, ne? Wir wissen, wie das Ganze funktioniert. Ich kann es euch gleich schon mal genauer erklären. Und wir hatten den Pumpkin Barbarian, also den Kürbiskopf. Wahrscheinlich Kürbis? Kürbisbarbaren, Kürbiskopfbarbaren, wie auch immer. Das sind einfach so Barbaren mit einem Kürbishelm drauf. Wie geil ist das denn bitte? Das ganze Gameplay übrigens offiziell hier von Clash of Clans auf dem Kanal. Ich würde sagen, wir schauen uns die Truppen mal genauer an. Hier sehen wir, wie das Ganze im Armeenlager ausgesehen hat, im regulären Spiel. Ich finde, die passen da eigentlich ohne Witz ganz gut rein sogar. Und jetzt können wir sehen, wie die Truppe funktioniert hat. Riesenskelett hat einfach zuerst die Verteidigungsgebäude priorisiert. Also eigentlich wie Riesen, halt nur in Skelettform. Und wir sehen, sobald sie sterben, hat das Riesenskelett... Was zur Hölle? Sobald es stirbt, lässt es eine Bombe droppen. Ich muss ehrlich sein, die Bombe ist viel zu klein. Es ist so eine Mini-Bombe. Es müsste eigentlich eher eine Riesenbombe sein. Also in Clash Royale ist die Bombe auch deutlich größer. Aber wir sehen die Bombe, dafür, dass sie so klein ist, macht eine Menge Schaden und haut eine ganze Menge von den Verteidigungsgebäuden weg. Als nächstes haben wir die Pumpkin, also die Kürbiskopfbarbaren. Wir sehen, die haben einen Helm auf und können, wir sehen auch auf dem Magierturm, ne, die können einen Hit aushalten. Das heißt, die haben praktisch noch so einen Tank,
mit diesem Kürbiskopf, der sie schützt. Also im Grunde genommen genau wie die echten Barbaren, nur dass sie zum Beispiel hier nicht sterben würden von einem Zerschmetterer und noch einen nicht überleben würden. Ein Jahr später hatten wir wieder das Riesenskelett in Clash of Clans im Jahr 2018, aber wir hatten auch dieses Mal das Skelettfass. Einfach die vierte Truppe, die aus Clash Royale genommen wurde. Ich glaube, es kamen noch einige weitere Truppen, aber wir sehen sehr, sehr viel Inspiration von Clash Royale auf jeden Fall. An sich wisst ihr, wie das Skelettfass funktioniert. Wir sehen, es fliegt einfach auf Gebäude zu und dann platzt es auf und es kommen Skelette draus. Ich kann mal kurz zählen, wie viele das waren. Es müssen so 8 bis 10 Stück aus jedem einzelnen Skelettfass gewesen sein und es hat übrigens 5 Plätze an Truppen eingenommen. Da sehen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Also es hat keine einzelnen Gebäude priorisiert, sondern es ist einfach eben straight auf irgendwas drauf zu und dann geplatzt, hat Todesschaden auch gemacht, auch wie in Clash Royale, stimmt. Und dann eben die Skelette greifen an. Ich weiß nicht, wie stark das Ganze war, also sieht halt ultra geil aus. Ich hoffe, wir kriegen sowas nochmal. 2020 ist das Ding übrigens nochmal aufgetaucht. Also ich würde es feiern auf jeden Fall, wir sehen es, ne? Das ist ja absolutes Spamme. Aber ob es gut ist, frage ich mich erst, weil wenn ihr auch einfach auf irgendwas... Okay, sieht aber eigentlich nicht schlecht aus, Alter. Ich hab Bock auf die Karte, mal schauen. Diese Truppe habe ich für Clickbait gehalten. Also ich wusste echt nicht, dass die existiert. Ihr kennt vielleicht El Primo, den seht ihr links auf der Seite. Das ist ein Charakter aus dem Spiel Brawl Stars, was damals im Jahr 2018 released wurde. Und so kam im Dezember 2018 El Primo ins Spiel und war direkt einer der stärksten Charakter aller Zeiten. Denn wir sehen das Ganze hier. Er hat eben hier schon guten Damage gegen Gebäude gemacht, hat hier draufgeschlagen mit seinen Fäusten und wir haben es jetzt hier schlecht sehen können, aber er hat 20-fachen Schaden gegen Mauern gemacht. Also ich kann es nur einschätzen, ich habe es in den Kommentaren gelesen, also die Gruppe war komplett broken. Wir sehen es auch hier, ne? Nahkämpfer und dann, also diese Mauern. Da kann man ja alle Mauerprescher-Dinger vergessen. Der macht das einfach alleingang. Und damit sind wir im August 2019 zum 7. Geburtstag von Clash of Clans. Und hierzu hat Clash of Clans direkt sogar eine fette Animation rausgehauen. Machen sie aktuell oder auch in Zukunft hoffentlich auch immer öfters bei solchen Truppen. Und wir können hier den Magier sehen, der sich nicht entscheiden kann. Also hier sogar eine richtig geile Background-Story. Dann wird jetzt hier sowas aufgemacht. Und vielleicht wissen schon einige, worauf es sich bezieht. Hier, alle feiern draußen. Das Skelett spielt hier auf jeden Fall Klavier. Der Riese isst Kuchen. Und dann kommt er aus der Luft, der Party-Magier. Hey, ich wusste nicht, dass man den spielen kann. Ich habe nur die Animation damals gesehen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre so komplett, keine Ahnung. Ich habe das gesehen, dachte mich so, WTF, man kann den wirklich spielen. Kacke. Der Party-Magier kam, wie gesagt, im Oktober 2019 raus. Wir sehen hier, wie er aussieht, ne? Also eigentlich wie der Magier, nur mit so einer runden Frisur halt und ein bisschen mehr Haare irgendwie, ne? Und hier sehen wir ihn im Spiel nochmal als Tank. Ne, also die Tanks vorne dran. Können wir bitte den Magier jetzt sehen? Genau, das sehen wir nochmal. Also im Grunde genommen wie normale Magier, aber es ist schon ein ordentlicher Unterschied, den wir uns jetzt mal anschauen müssen im Vergleich. So, hier sehen wir es. 1 gegen 1, Magier gegen normaler Magier. Also, was fällt auf? Was fällt auf? Eindeutig, der normale Magier ist langsamer. Deutlich langsamer. Denn im Vergleich macht der Party-Magier mehr Schaden und greift schneller an und fokussiert auch schneller neue Ziele. Dafür hat der Party-Magier aber weniger Leben als der normale Magier. Das ist der Unterschied. Also er ist riskanter, sage ich mal, aber dafür auch offensiver und gefährlicher. Finde ich eigentlich geil. Und achtet nochmal auf den Movement-Speed. Hier, der überholt den anderen Magier komplett. Der ist viel schneller, wirklich. Wahnsinn. Wir machen weiter mit Halloween 2019 und jetzt wird es richtig krass. Meine absolute Lieblingstruppe, die ich auch nie gespielt habe, leider, ist der Königsgeist. Der wurde, wie gesagt, zum Halloween-Update 2019 hinzugefügt und wie der funktioniert, schockt mich gerade ein bisschen. So, also, wir sehen hier schon mal, wie er ingame aussieht. Ne, er ist ziemlich fett auf jeden Fall, hat bestimmt auch sehr viel Platz gebraucht. Wie viel weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wir sehen, wie er funktioniert. Er ist die ersten 12 Sekunden unsichtbar und geht dann einfach straight durch Mauern. WTF. Und wenn er die trifft, slowt er die Gebäude auch noch. Wir sehen so ein Frostsymbol, ne? Wie geil ist das denn bitte? Gebäude hat er schon mal einfach angegriffen, was in den Weg gekommen ist. Aber schaut euch auch den Damage an. WTF. Er kann straight durch Mauern gehen und passt auf, hier im 1 gegen 1, er macht genauso viel Schaden wie ein Packer. Er slowt noch, ist unsichtbar und geht durch Mauern. Also diese Truppe habe ich zwar nicht mitbekommen, aber ich denke mal, dass es die beste aller Zeiten im Spiel ist. Keine Ahnung, also ich meine, so viel Schaden wie ein Packer, er kann durch Mauern gehen, er ist unsichtbar. WTF? Müssen wir in die Kommentare schreiben, ich habe die meisten Truppen ja nicht gesehen, wie krass die damals wirklich waren oder vielleicht auch wie schlecht. Okay, jetzt wird's mal verrückt. 2017 gab es nämlich noch dieses Item hier. Das kenne ich nicht, das heißt Birthday Boom, also Geburtstagsboom. Und zwar gab es damals ein Event, das habe ich mitbekommen, diese Animation, als der Bauarbeiter das Dorf verlassen hat. Das war ja so der Teaser aufs Nachtdorf, glaube ich, im Nachhinein, oder ich weiß es gar nicht. Das Nachtdorf wurde ungefähr damals eingeführt. Und wir sehen, wie das Ganze aussah, ne? Der hat sich aufgeregt, weil die ganzen Leute immer die Gebäude zerstört haben in Animationen. So, und wir sehen es schon hier. Hä? Was war das denn? Aus der Bauhütte kamen dann für kurze Zeit Riesen raus, weil halt der Bauarbeiter halt das Dorf verlassen hat und weil er keinen Bock mehr hatte. Wie geil ist das denn bitte? Warum habe ich das nicht mitbekommen? Wir sehen es hier, ne? Einfach überall kommen Riesen raus, die sich wehren. Wie geil eigentlich. Und dazu wird eben dieser Spell eingeführt, Birthday Boom, also, ja, Geburtstagsboom. Und, The Shrink Trap. Das müsste ja eigentlich die, ich weiß nicht, die Schrumpffalle heißen. Ich bin mal gespannt. Ja, also Birthday Boom, also Geschenks...
Dings da, ihr wisst es, was ich meine, diese Geschenkbombe da, die macht einfach nur viel Schaden. Also relativ langweilig würde ich jetzt ehrlicherweise sagen, ist eine große Bombe, die Schaden macht, aber sie haut schon sehr gut hier rein, das ist krass. So, jetzt wird's spannend. Also die Schrumpffalle können wir einfach als defensives Gebäude wie die Frostfalle platzieren und dann passiert Folgendes, wenn die Truppen durchlaufen. Wir schauen uns an, Packer geht rein, boom, der wird geschrumpft. Der wird einfach geschrumpft. Die ganze Falle hat 20 Sekunden lang angehalten und wir sehen eben, die Truppen sind nicht nur kleiner, sondern haben auch weniger Leben und machen auch weniger Schaden. Und sieht auch witzig aus. Finde ich übel geiles Ding. Dann gab es noch dieses Ding hier. Santa Strike als Spell oder als Gegenstand in der Verteidigung. So, wir sehen es hier, ne? Es ist komplett random. Es ist ein Packer. Wir greifen an und da kommt einfach so ein Geschenk. Es ploppt auf und jetzt kommt der Weihnachtsmann und was zur Hölle? Was ist das denn? Hilfe! Das ist doch komplett random. Wir sehen, Packer läuft in ein Geschenk rein. Das ploppt und dann wird der Weihnachtsmann hergerufen. Was war da denn los? Ich wäre jetzt trotzdem, das ist sehr random. Etwas unnötig finde ich dann diese Bombe hier. Das ist die Pumpkin-Bombe, also die Kürbis-Bombe. Die wurde released zu Halloween 2012. 10 Jahre ist das hier. Und es ist relativ leicht, wie die funktioniert hat. Das ist eine ganz normale Bombe, aber nicht ganz. Wir sehen es schon hier. Pass auf, jetzt hier im 1 gegen 1. Und zwar brauchst du einfach länger, um zu explodieren, als die normale Bombe. Hä? Das ist total sinnlos, oder? Also mein Respekt für alle coolen, ja, Limited Troops, die reingekommen sind, aber das hier ist so völlig unnötig. Wofür brauche ich denn eine Bombe, die einfach länger braucht zum Explodieren? Dann will ich lieber die normale Bombe haben und nicht eine schlechtere Version davon. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Truppen ihr euch zurückwünschen würdet. Ich finde das Riesenskelett und den Königsgeist, glaube ich, am besten. Ja, und ansonsten lasst gerne ein Abo da für weitere Clash of Clans Videos. Wenn ihr nichts verpassen wollt, schaut hier noch im Abstand vorbei. Wir haben ja gerade einen sehr, sehr großen Pay-to-Win-Account mit mehreren 1000 Euro am Laufen, bei dem ich versuche, alle neuen Truppen freizuschalten. Ja, und bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und haut rein. Ciao.